Und jetzt gleich bringe ich euch etwas über Raketenantrieb. Sicher wisst ihr, dass beim Anzünden eines Streichholzes Folgendes passiert. Chemikalien, die sich im Streichholzkopf befinden, werden zusammengebracht mit Chemikalien an der Seite der Streichholzschachtel. Bei dieser chemischen Reaktion entsteht eine Menge heißen Gases. Dieses heiße Gas könnt ihr für einen Raketenantrieb benutzen. Dazu braucht ihr Folgendes. Vor allen Dingen einen Erwachsenen. Mutter, Vater, euren Physiklehrer oder sonst jemanden, der euer Experiment beaufsichtigt. Als nächstes braucht ihr zwei Streichhölzer und ein viereckiges Stück Alufolie. Die hier habe ich von einer Schokoladenpackung. Dreht sie um und legt eines der Streichhölzer an eine Schmalseite des Rechtecks. Mit dem Streichholzkopf genau in der Mitte. Nehmt dann das andere Ende des zweiten Streichholzes und schiebt es ganz ran an den Streichholzkopf. Wickelt dann die Alufolie um die beiden Streichhölzer herum, und zwar so fest ihr könnt. Damit stellt ihr ein kleines Röhrchen her. Es sollen aber keinerlei Luftlöcher zwischen dem Streichholz und der Alufolie entstehen. Rollt sie also so auf, drückt sie vorsichtig zusammen und zieht dann das eine Streichholz, das mit dem Kopf nach außen guckt, heraus. Das von euch aus gesehen linke, zieht es ganz vorsichtig heraus. Und nun habt ihr das erste Streichholz da drin. Ihr seht ja diese kleine Verdickung. Und an der anderen Seite habt ihr ein hohles Röhrchen, das in diese Richtung zeigt. Und jetzt legt ihr das Ganze, denn das ist eure Rakete, sorgfältig auf so ein Gestell. Ich habe es aus zwei Büroklammern gebastelt. Und zwar so, dass der Streichholzkopf, also dieser kleine Knubbel, den wir da sehen, möglichst genau in der Mitte liegt. Und nehmt dann das andere Streichholz, zündet es an und haltet die Flamme unter den Streichholzkopf, unter diesen kleinen Knubbel. Und wenn der jetzt heiß genug wird, dann müsst ihr in diesem kleinen Röhrchen zünden und die Rakete abfeuern. Seht ihr? Ist quer über die Platte geflogen. Tja, so eine kleine Rakete könnt ihr euch auch basteln. Auf einer steinernen Unterlage oder in der Küche. Und jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem, zu einem ganz speziellen Golfkurs mit... Thank you.